Jetzt ist der erste Tag. Schade, Mei, jetzt hätte sie so. Selbst die Sonne, wenn man jetzt Grillpull-Challenge hat, habe ich da schon mal erzählt, oder? Oh nein! Doch! Viel zu leicht! Hier ist mein Pool rum. Wenn ich das mache? Ja, weißt du, was hat's denn? Oh! Muss ich gleich zur Arbeit herkommen. Mei! Okay, ich bin nicht mehr möglich. Ja, wir melden uns bei der Ecker und Wilhelm GbR ganz herzlich bedanken für die Nominierung zur Grillpull Challenge. Andi, zum Glück hast du den Auto bei uns gerade in der Reparatur. Durch das hätten wir es jetzt ganz einfach gehabt, einen Pool zu machen. Wie passiert's? Eine rare Scheiße, oder? Ja, also wir haben zwar einen Pool und wir haben auch Bier, gell? Ja. Hey. Aber die Brüche, die glauben, dass wir so einfach da vom Hocker machen. Ich fahre jetzt gerade auf die Atte. Jetzt haben wir gerade einen Pool gebaut und jetzt ist gerade die Idee gekommen, wir können denke ich, aus dem Autotransporthänger eine Rampe bauen in dem Pooling. Das sollst du relativ schnell kommen, oder? Ja, du, ich bin verrat mit 80 Sachen, fahre ich durch die Atte. Ich bin in 5 Minuten da. Ist alle noch der Grill. Ja, das ist immer frech. So etwas muss jeder mir Thank you.
möchte mich nochmal ganz herzlich bei dem Forschbetrieb Wilhelm und Edgar bedanken für die Nominierung. Wir haben einen riesen Spaß gehabt. Ich bedanke mich auch noch bei meinen Mitarbeitern und bei anderen, die letzten Tage mitgeholfen haben. Und wie ihr sehr hört, haben wir einen geschehenen Pool. Hey! Hey! Wir haben einen super Grill. Hey! Und wir haben natürlich auch Bier. Hey! Ja, und in dem Fall dürfen wir, wie alle anderen auch, drei Firmen nominieren. Das ist zum ersten Mal, Daniel. Also ich darf Salman Sundhof nominieren. Ralf, wir wünschen dir und den Kollegen viel Spaß. Hey! Hey! Dann nominiert mir noch den TÜV in Sandhofen. Hey! Und dann noch der Autohaus Seitz und Meier in der Grindestraße. Lieb Stefan und Pfeiffer und Philipp, die werden die unseren Arbeitskollegen schon was auf vier Stellen. Hey! Die haben natürlich auch wie mir 14 Tage Zeit, die Aufgaben zu erfüllen. Falls ihr das nicht erfüllen hättet, wir sind dann Hüfe nicht, wir brauchen 100 Liter Bier und ein gescheiter Brotzeit, das ist ja klar. Hey! Und auch wir werden etwas spenden und wir werden 400 € an die Allgäuer Werkstätten spenden.